Herzlich willkommen zu unserem Webinar Die Zukunft der Mitarbeiterzeitschrift. Wir freuen uns, dass so viele Teilnehmer Interesse an unseren Studien zeigen. Zunächst ein paar Informationen zu dem organisatorischen Ablauf. Inhaltlich wird das Webinar in drei Teile gegliedert. Zunächst werden Herr Barth und Herr Jehle Ergebnisse zur Zukunft der Mitarbeiterzeitschrift präsentieren. Die Studienergebnisse basieren auf den Meinungen von über 200 Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im zweiten Part stellen Ihnen Herr Jehle und Herr Bütz verschiedene Best Practices aus dem Bereich der Mitarbeiterzeitschrift vor. Dabei nehmen Sie sowohl Print- als auch digitale Versionen der Mitarbeiterzeitschrift in den Blick. Im letzten Part wird Herr Dr. Gerhard Filsmeier als Experte zum Thema Mitarbeiterzeitschrift seine Beobachtung vorstellen. Hier ein kurzer Überblick zu den Referenten. Herr Philipp Barth, der das Fachmagazin Beyond hier bei der SCM betreut, ein Fachmagazin zum Thema interne Kommunikation. Außerdem wird Herr Jürgen Jehle dabei sein. Er arbeitet bei Carmen Rossi und ist unter anderem intensiv mit der Mitarbeiterzeitschrift beschäftigt. Herr Arne Bütz ist ebenfalls von Carmen Rossi und wird zu der visuellen Verpackung der Mitarbeiterzeitschrift seine Impulse geben. Und Herr Dr. Gerhard Filsmeier, er war Leiter der internen Kommunikation bei der Siemens AG und langjähriger Jurypräsident des Incom Grand Prix, ein Preis für die interne Kommunikation, der auf die Bewertung von Mitarbeiterzeitschriften zugeschnitten ist. Und nun übergebe ich das Wort an Herrn Jehle. Es ist aber auch eine Trendumkehr bemerkbar. Sie befinden sich also auch wieder in mehr Unternehmen Mitarbeiterzeitungen in Planung. Vor 2 Jahren waren das noch 2,2% der Unternehmen. Momentan trifft das auf 4% der Unternehmen zu. Also ein klares Zeichen dafür, dass der Wert der MATS auch als Zugpferd der internen Mitarbeiterkommunikation nicht an Wert verloren hat. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie die Kanäle aussehen, also in denen die MATS, also in dem Fall des Mitarbeiterzeitung, immer wenn ich MATS sage, ist damit die Mitarbeiterzeitung gemeint, das vielleicht an der Stelle nochmal, dann muss man diese Grafik, die wir jetzt hier gerade sehen, eigentlich von oben nach unten sehen. Und bei 83,5% ist halt Print immer noch vorwiegend das Medium, das gewählt wird. Wenn man dann danach fragt, wie sollte es erscheinen, ist es tatsächlich auch noch bei Print so. Print ist weiterhin relevant. Auf Platz 2 der häufigsten Veröffentlichungswege liegt statische PDF mit 54,5% und auf Platz 3 Online und Intranet. Wir haben darüber hinaus natürlich auch noch verschiedene andere Kanäle abgefragt. Das zeigt natürlich dann auch, dass also Print ist immer noch vordergründig wichtig, aber digital wird halt so ein bisschen als Stiefkind noch behandelt. Wenn man jetzt weiter runter geht und auf der rechten Seite sich das mal ansieht, da sind jetzt 35% ist tatsächlich Online und Intranet. Aber wenn man jetzt fragt, wie soll es denn tatsächlich erscheinen, da sieht man schon auch eine deutliche Steigerung, also auf 64,7%. Weiter geht das dann nochmal, wenn man den unteren Bereich anguckt, wo jetzt noch bei Magazin-Apps und bei Tablets und bei den Smartphone-Anwendungen quasi sich das im einstelligen Prozentbereich bewegt, sehen doch künftig die Verantwortlichen hier einen deutlichen Zuwachs. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wenn wir uns später mal die Inhalte angucken, eine Inhaltsumschichtung stattfindet. Und die zielt ganz genau auf diesen Bereich dann ab. Also man kann es ums Vorweg zu nehmen. Alles, was redaktionell in der Halbwerkzeit so im News-Bereich liegt, das wandert künftig in die mobile oder in eben die digitale Anwendung, weil das einfach im Print, sagen wir mal so, dafür ist Print auch zu schade und die Produktionszeiten dafür oder die Halbwertszeit ist einfach nicht gewährleistet. Wir kommen jetzt mal zu einer Frage, Konstanze. Und zwar würden wir ganz gerne von den Beteiligten wissen, wie oft erscheint denn die Mitarbeiterzeitung bei denjenigen, die eine Mitarbeiterzeitung herausgeben? Wir können jetzt gerade mal hier so einen Quick-Check machen, um dann zu gucken, wie ist es bei Ihnen und wie ist das Ergebnis der Studie darauf? Und würde Sie bitten, jetzt einfach an der Stelle, Sie sehen oben die Fragen eingeblendet, mal kurz abzustimmen. Jetzt könnten wir dieses Ergebnis mal angucken, Konstanze. Also 3 bis 6 Mal pro Jahr ist so die häufigste Erscheinungsdauer und damit liegen Sie eigentlich genauso, wenn wir jetzt weiterklicken, wie auch die Studienergebnisse das zeigen. Ja, also da ist es so tatsächlich, wenn man sich diese Taktung anguckt, knapp 2/3 der Mitarbeitermagazine erscheinen eben 3 bis 6 Mal pro Jahr, etwas mehr als ein Fünftel
mit 22,1% mehr als sechsmal und 13,8% ein- bis zweimal jährlich. Also in puncto Erscheinungsintervall herrscht hier Einigkeit, auch bei Ihnen jetzt Schnittstellen. 3 bis 6 Mal pro Jahr nennen eben mit 78,4% auch die meisten der Kommunikatoren als eine optimale Taktung. Wir haben auch die Frage gestellt, wie sieht es denn eigentlich mit den Budgets aus? Also was steht eigentlich für die Produktion von Mitarbeiterkommunikationszeitschriften zur Verfügung? Und da waren wir ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht, weil wenn Sie sich das jetzt hier mal angucken, also 35,9% haben bezogen auf das ganze Jahr bis zu 10.000 Euro für die Produktion zur Verfügung. Jetzt muss man natürlich sehen, es waren unterschiedlichste Unternehmensgrößen auch angefragt oder haben sich an der Studie beteiligt. Also etwas mehr als jedes dritte Unternehmen gibt zurzeit eben 10.000 Euro pro Jahr für die Mitarbeiterproduktion aus, bis zu 50.000 Euro investieren 29,8% und bis zu 100.000 Euro gehen die Budgets in 16% der Unternehmen. Jetzt ist allerdings so, die Budgetsteigerungen sind nach Ansicht der meisten Kommunikationsverantwortlichen, die ein Magazin betreuen, erstmal nicht geplant. Sinkende Budgets erwarten 19,3% in dieser Gruppe und von der Stagnation gehen 66,4% aus. Dass sie sich nach oben entwickeln werden, das sagen nur 14,3% bei den Budgets. Kommen wir mal zu den Inhalten. Wir hatten es ja schon angedeutet, was ist eigentlich wichtig oder worauf legen die Verantwortlichen Wert bei den Themen und wie sollte sie inhaltlich ausgerichtet sein? Die inhaltliche Ausrichtung der Magazine beschreiben die Umfrageteilnehmer wie folgt. Als zentrale Themen der Berichterstattung halten sie auf der einen Seite Personen und Teams und auf der anderen Seite Produkte, Projekte und Unternehmen in etwa die Waage. Im Fokus stehen die Vermittlung von Informationen. Dabei legen die Redaktionen aber auch Wert auf Unterhaltsamkeit, wie wir hier das kurz zusammengefasst haben. Und grundsätzlich ist es so, dass bei der Mitarbeiterzeitschrift auch, das sehen wir später in den Best Practices, die eher bildreich sind, sehr professionell oft auch fotografiert sind und eben auch unterschiedlichste Formen der redaktionellen Stile, dann also nicht jetzt nur Interviews, sondern also es gibt einfach einen Mix an verschiedenen unterschiedlichen Textformen. Das finden die Studienteilnehmer doch schon wichtig. Wir haben dann auch gefragt, wie zufrieden sind Sie denn mit Ihrer Mitarbeiterzeitung? Und auch hier würde ich Sie jetzt bitten, wollen wir mal kurz gucken, wie es bei Ihnen aussieht, bei denjenigen, die eine Mitarbeiterzeitung machen. Und dann können wir mal kurz das Studienergebnis dagegen spiegeln. Hier ist die Kurzumfrage. Also halten Sie Ihr Magazin für attraktiv und mit externen Magazinen vergleichbar? An der Stelle können Sie jetzt eben aus diesen drei Optionen auswählen. Und dann können wir uns das gleich auch mal angucken, wie das dann, also wie Ihre Einschätzung im Vergleich zu dem Ergebnis der Studie aussieht. Okay, ich muss es nur gerade mal kurz vergleichen. Ah ja, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Ne, also 55% ja, nein und das ist schade. Und aber 16% nö, muss es aber auch nicht sein. Also wir sind zufrieden, aber wir müssen uns jetzt nicht mit einem Kiosktitel oder so messen können. Und jetzt gucken wir uns mal das Ergebnis in der Studie an. Also es gibt da allerdings doch eine leichte Abweichung. Hier sind 60,9%, die ihre Mitarbeiterzeitschrift für attraktiv finden. Ihr 22,5% sind dem Ergebnis unzufrieden. Und immerhin 16,7% halten die Mats mit externen Magazinen zwar nicht vergleichbar, aber sie finden das dann auch okay. Also interessant ist in diesem Zusammenhang, also trotz der deutlich positiven Selbstsicht planen viele Redaktionen Veränderungen. Das hat die Studie eigentlich auch ergeben. So gaben 38,7% der Befragten an, dass sie ihre Mitarbeiterzeitschrift inhaltlich konzeptionell überarbeiten wollen. Und jeder Vierte antwortete, man wolle an der grafischen Gestaltung arbeiten. Knapp ein Viertel, 24,4%, planen tatsächlich einen kompletten Relaunch. Also das ist schon auch interessant, was dann hier als Ergebnis rausgekommen ist. So, jetzt sind wir eigentlich mit dem ersten Teil der Ergebnisse fertig. Jetzt würde ich an den Philipp Barth übergeben, wo es jetzt um das Thema Response und wie reagieren oder wie treten eigentlich die Mitarbeiter mit den Redaktionen oder mit den Verantwortlichen in Kontakt. Ja, vielen Dank, Jürgen. Nachdem sich gerade alles ums interne Feedback zur Mats gedreht hat, wollen wir uns jetzt mal angucken, wie es denn um das externe Feedback steht. Wir haben abgefragt, welche Kanäle werden denn angeboten dort, wo es eine Mats
gibt und die Ergebnisse sehen Sie hier vor sich. In 74,1% der Fälle wird ein Leserbrief bzw. ein Lesermail angeboten, 50,4% der Fälle ein Gewinnspiel und 48,1% die Kontaktaufnahme mit dem Autor. Das sind also die ganz klassischen Feedback-Kanäle, wenn man so will. Mit 10,7% kommt dann das Kommentieren von Beiträgen und je 3,1% Social Software und Social Media. Das heißt, wir sehen hier ganz klar, dass die digitalen Kanäle beim Angebot noch keine so große Rolle wie die klassischen Kanäle spielen. Zusätzlich, das ist auch ganz interessant, haben wir dann auch bei den Kommunikatoren ohne Mats gefragt, wie würden sie denn die Interaktion, die Feedback-Kanäle gestalten? Und da haben wir einen sehr interessanten Befund. Da ist es nämlich so, dass die digitalen Kanäle dort ja wesentlich mehr Anklang finden. Immerhin 70% der Befragten sagen in diesem Feld, dass sie eine Kommentarfunktion einbauen würden für Artikel oder eben das Liken und Weiterempfehlen digital anbieten würden. Und Social Software würden auch noch 32,6% der Befragten nutzen. Wenn man sich anguckt, welche Kanäle tatsächlich genutzt werden, dann bietet sich folgendes Bild. Gewinnspiele sind dort die häufigsten Kanäle, die genutzt werden und dann kommen erst Leserbriefe und der Kontakt zu Autoren. Das erfolgt dann eher manchmal bis selten. Erklärungsansätze dafür können sein, dass zum einen die Mats-Inhalte möglicherweise nicht genug Relevanz besitzen, um entsprechend kommentiert zu werden. Das wäre ein möglicher Erklärungsansatz. Ein anderer wäre, dass die Hürde für das Feedback noch zu groß ist. Also da meine ich vor allen Dingen die technische Hürde. Da liegt dann auch im Umkehrschluss eine große Chance der digitalen Kanäle drin, weil diese eben schneller und wesentlich spontaner sind. Und ein dritter Erklärungsansatz wäre eben auch, dass die Feedback-Kultur schlicht in den Unternehmen noch nicht so weit ist. Es muss natürlich auch im Umfeld ja eine Kultur geben, die das eben unterstützt, dass Feedback eingereicht wird, die Feedback gewissermaßen auch einfordert. Bevor wir jetzt zum nächsten Thema, womit wir uns befasst haben in der Studie kommen, würde ich einmal die Frage an Sie, an die Teilnehmenden unseres Webinars richten. Messen Sie denn den Erfolg Ihrer Mats? Also 67% sagen nein, bei uns gibt es keine Erfolgsmessung und das deckt sich auch absolut mit den Ergebnissen unserer Studie. Ja, es ist nämlich so, dass nur 33,9% den Erfolg ihrer Mitarbeiterzeitung messen und auf der anderen Seite, und das ist ganz spannend, knapp 85% grundsätzlich ja, einer Erfolgsmessung positiv gegenüberstehen. Das heißt, hier gibt es ein sehr, sehr großes Gap. Das hat uns natürlich interessiert und da haben wir dann entsprechend auch weiter gefragt. Dazu sehen Sie die Ergebnisse auf der einen Seite der Frage, warum messen Sie denn den Erfolg Ihrer Mats nicht? Ja, das waren auch interessante Ergebnisse. Mangelnde Ressourcen haben 52% der Befragten als Grund dafür angegeben. 16,9% immerhin haben noch geantwortet, weiß nicht, also haben sich darüber offenbar noch gar keine richtigen Gedanken gemacht über das Thema Erfolgsmessung. Und ungefähr eine ähnliche Größenordnung, 15,6% haben das begründet mit mangelnder Überprüfbarkeit. Und da hat uns dann natürlich auf der anderen Seite eben auch interessiert, wie ist das denn dort, wo es eine Erfolgsmessung gibt, welche Kennzahlen werden denn da überhaupt erhoben? Und die beliebtesten Kennzahlen hier sind die Häufigkeit der Nutzung, die Bewertung der Gestaltung und die Bewertung von Inhalten. Eher selten werden Usability, Wissen und Downloads abgefragt. Wichtig ist hier vor allen Dingen, dass eben auch auf die Wirkung von Kommunikation abgehoben wird und man eben nicht bei der Erfolgsmessung bei den reinen Downloadzahlen stehen bleibt. Also es ist eben für Kommunikatoren sollte im Zentrum stehen, genau zu schauen, welche Wirkung ihre Kommunikationsmaßnahme denn in der Praxis gezeitigt hat. Ein weiteres Thema, womit wir uns befasst haben, ist auf der nächsten Folie zu finden. Da ging es um die kanalspezifische Themenaufbereitung, also darum, wie Themen über die verschiedenen Kanäle hinweg effizient aufbereitet werden können. Bevor ich zu der Grafik, die Sie hier vor sich sehen, komme, warum hat uns das so sehr interessiert, diese Frage, die dort abgefragt wurde? Das liegt ganz einfach daran, dass wir auch gefragt haben, welchen Kanälen gehört denn Ihrer Meinung nach
die Zukunft. Und da haben wir ein ähnliches Bild wie auch schon im Jahr 2015 erhalten. Es ist so, dass ganz weit vorne Online-Intranet angegeben wird mit knapp 90% im Durchschnitt. Und danach kommen dann auf gleicher Höhe eigentlich auf der einen Seite Print und auf der anderen Seite Magazin-Apps fürs Smartphone und für das Tablet. Das bedeutet, die Matz wird mobiler. Und das war Grund genug für uns, dann der Frage nachzugehen, wann genau denn Print bzw. die klassische Matz gefragt ist oder vielleicht auch die Matz im Online-Intranet-Bereich und wann es eben wirklich ganz gezielt um mobile Mitarbeiterkommunikation gehen sollte. Und hier hat sich dann folgendes Bild geboten. Für die klassische Matz eignen sich nach Meinung der Befragten vor allen Dingen Hintergrundberichte, das haben 77% gesagt, außerdem auch Reportagen, das haben 75% gesagt und auch Themen-Specials und Porträts. Auf der anderen Seite werden zu 100%, also ganz klar, aktuelle Nachrichten in der mobilen Mitarbeiterkommunikation gesehen. 20,6% sehen die allerdings auch verlängert in Print. Aber wie gesagt, verlängert. Der Fokus für aktuelle Nachrichten liegt absolut auf den mobilen Kanälen. Das ist sicher auch der Tatsache geschuldet, dass es eine ganz klare Entwicklung ist, dass viele Menschen, viele Mitarbeiter mobil unterwegs sind, größtenteils, und sie da eben auch am schnellsten und am unkompliziertesten abholen kann. Geeignet für beides, haben wir auch abgefragt, wurden vor allen Dingen Interviews, Vorstandsmitteilungen, Personalien und Serviceinformationen gesehen. Also, was ist die Quintessenz daraus? Es geht darum, den passenden Medienmix zu finden und die Vorteile, die Vorzüge der verschiedenen Kanäle eben dann auch ganz gezielt auszuspielen. Ja, das zu diesem Thema. Nun kommen wir auch schon zum Fazit unserer Studienergebnisse. Das wäre dann die nächste Folie. Dort vier zentrale Punkte, die die Studie ergeben hat. Zum einen haben wir gesehen, die Vernetzung der Matz mit den digitalen Kanälen, die ist in vollem Gange. Das heißt, Print wird zwar noch lange eine wichtige Rolle in der internen Kommunikation spielen, ist da auch unangefochten weiterhin in den Top-Kanälen vertreten. Aber Print ist eben zunehmend ein Kanal unter verschiedenen Kanälen, der dann eben auch ganz gezielt eingesetzt werden sollte. Der zweite Schluss, neben dem Online- und Printmagazin sehen die Befragten die Zukunft der Matz vor allen Dingen als App. Also mobile Mitarbeiterkommunikation ist ein ganz großer Trend. Ich hatte es schon gesagt, heutzutage sind eben viele Menschen mobil vorwiegend unterwegs und es geht einfach darum, sie dann dort abzuholen, wo sie auch sind, wo man sie erreicht. Der dritte Schluss aus den Studienergebnissen ist, dass die entsprechende Aufbereitung der Inhalte für die verschiedenen Kanäle eben immer wichtig wird, um die Vorzüge der Kanäle entsprechend auszuspielen. Also je mehr Kanäle es gibt, desto wichtiger ist es dann eben auch, hier sich über den passenden Medienmix Gedanken zu machen. Und der passende Medienmix, der kann natürlich im einen Fall anders aussehen als in dem anderen Fall. Also hier muss man immer sehr individuell vorgehen. Ja, und der vierte Punkt, ganz wichtig, ist auch, dass zukünftig die Erfolgsmessung der Inhalte immer wichtiger wird. Das ist vor allen Dingen für Kommunikatoren auch deswegen ein ganz wichtiger Punkt, um die Rolle und den Einfluss der eigenen Arbeit, also der internen Kommunikation, dann beispielsweise vor der Geschäftsführung belegen zu können. Ja, das sind dann auch die Ergebnisse. Ich würde dann an dieser Stelle wieder übergeben an Jürgen und an Arne von Kammern Rossi. Die werden jetzt anhand von Praxisbeispielen weitermachen und spannende Einblicke geben. Danke, Philipp. Wir haben ja jetzt gerade die Ergebnisse, also das Fazit gesehen, und wir möchten an der Stelle jetzt mal drei Punkte dieser Studie auch mit Best Practices ein Stück weit belegen und vorstellen. A, die Vernetzung der Matz mit digitalen Kanälen, also wie sieht das aus? Da haben wir ein Beispiel dabei. Und dann auch immer wichtiger die entsprechende Aufbereitung der Inhalte, also die Tranchierung der Themen für die Kanäle. Wie kann man das machen? Wie gelingt so etwas? Auch die Frage, grenzt sich interne und externe Kommunikation eigentlich noch sehr stark ab oder ist das nötig? Und der dritte Punkt, künftig wird eben die Erfolgsmessung der Inhalte immer wichtiger. Das haben wir jetzt schon auch gesehen. Viele wollen das, wenige machen das. Dafür haben wir auch ein Beispiel dabei. Und da würde ich jetzt an der Stelle an den Arne weitergeben, dass wir uns das erste Beispiel mal angucken.
Ja, das erste Beispiel, was wir mitgebracht haben, das ist die Mitarbeiterzeitung der ING DiBa. Die heißt Du. Und hier sieht man ganz schön, ich gehe da jetzt mal rein. Also A, es ist öffentlich zugänglich, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und man sieht halt hier den Trend auch zu großen Bildern und emotionalen Ansprachen. Also das ganze Magazin heißt Du. Und es ist auch noch sehr schön von der Rubrizierung her, wenn ich hier mal reingehe, heißt es eben Du, Engagierte, Du und dein Leben. Das wird also konsequent durchgezogen. Und ich sehe auch hier zum Beispiel, der Vorstandschef ist einfach der Nick, der uns seine Welt zeigt. Das macht alles sehr viel nahbarer, viel erlebbarer. Und das ist einfach eine schöne Art und Weise, seine Mitarbeiter auch der Welt zu zeigen. Und dadurch, dass wir das tun oder dass die ING DiBa das tut, wird natürlich jeder Mitarbeiter auch ein Stück weit zum Markenbotschafter. Also wenn ich hier jetzt einfach mal reinklicke, diese Frau, die Alexandra, nennt sich Brückenbauerin, hat ein UNICEF-Programm gemacht und man kann hier so ein bisschen erfahren, was sie überhaupt macht und sie wird begleitet von der Kamera und sowas ist ja auch nicht selbstverständlich, dass die Fotografie hochwertig ist und dass man einen Mitarbeiter so in den Mittelpunkt bringt. Wenn ich hier nochmal zurückgehe und da sind wir bei dem Trend große Bilder, hier zum Beispiel eine Rubrik, wo Mitarbeiter einfach nur in Szene gesetzt werden und das nicht im beruflichen Umfeld, sondern privat. Also der Mann mit dem langen Bart, der hier an seinem Oldtimer rumschraubt und hier von seiner Leidenschaft erzählt. Und auch das ist wieder alles hochwertig fotografiert und toll in Szene gesetzt. Das sind einfach schön erzählte Geschichten und wie gesagt auch immer öffentlich zugänglich. Das heißt also, man kapselt sich nicht ab und die Grenze zwischen innen und außen verschwimmt so ein bisschen. Was die da auch machen, sie stellen halt, also die Bank wird dadurch auch viel persönlicher, viel, viel näher. Wir machen immer ein Porträt über eine Filiale, in dem Fall ist es, glaube ich, Österreich gewesen. Dann aber auch gehen sie hin und machen eine Glosse drin, tatsächlich auch Fremdautoren. Also wenn man weiter runter geht, dann sieht man hier, das hier zum Beispiel, ich sag's euch, souverän mit schwierigen Charakteren umzugehen, das ist ja auch ein Thema im Betrieb dann auch und in dieser Geschichte wird dann eben erklärt, wie sollte man darauf reagieren, das ist dann eben eine Geschichte, die von außen kommt, aber die natürlich immerhin Mitarbeiterzeitschrift ist es ja, dieses Thema, dieses Magazin thematisch sehr gut anfüttert. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man einfach doch das geschafft hat, dieses Konzept durchzuziehen und trotzdem irgendwie bei der Themenvielfalt, das war ja auch gerade der Punkt, doch sehr abwechslungsreich zu bleiben. Das zweite Beispiel, was wir mitgebracht haben, das illustriert so ein bisschen diesen fließenden Übergang zwischen CP-Medien und Kiosk-Titeln. Und auch die Frage, ist das vergleichbar, soll das vergleichbar sein, ist das erstrebenswert? Das Beispiel werden sicherlich viele Leute kennen, die Allianz, das Blau-Magazin. Und hier sieht man, dieses Magazin ist nun wirklich schon aufgemacht wie ein Kaufmagazin. Hier kann ich den Titel sehen, das gibt es natürlich auch als gedruckte Ausgabe. Und wenn ich jetzt einfach mal in einen Artikel reingehe, sieht man nicht nur von der Fotografie her, auch vom Layout her ist das sehr professionell gemacht. Das sind tolle Beispiele und tolle Bilder, die hier recherchiert wurden und erstellt wurden. Und das muss jetzt nicht den Vergleich scheuen zu irgendwelchen Kaufmagazinen. Also sowas könnte von der Optik her auch in jedem Zeitmagazin oder Süddeutschen Magazin sein. Auch hier andere Formate mal, zum Beispiel das hier, Infografiken, Zahlen, die eigentlich langweilig sind, schön aufbereitet. Da fragt man sich auch nicht mehr, was hat der Zirkel denn jetzt mit den Saarländern zu tun, sondern man schaut einfach hin und es ist nett illustriert. Und im Printmagazin kann ich mir so eine Seite dann auch noch rausnehmen, das war ein Altarfall, die kann ich dann aufhängen oder hier kann ich sie halt downloaden und dann speichern. Also man sieht sehr schön, dass Corporate Publishing auch immer mehr entertainen will und nicht nur Sprachrohr des Vorstands ist, sondern halt die Mitarbeiter auch ein Stück weit mitnehmen will. Diese Geschichte hier als Comic, grill mich, fast jeder kennt den Satz, sie arbeiten doch bei der Allianz. Ich hätte da mal eine Frage. Und das wird hier durchgespielt und da wird mit einem Augenzwinkern, da werden Tipps gegeben, was man denn so alles sagen kann und was die Allianz macht. Und in der Nebenspalte habe ich noch Twitter-Feed, kann ich sehen, was denn getwittert wird gerade. Und das ist einfach toll gemacht. Was hier noch bei diesem Case auch ganz schön ist, ist, wie die mit bestimmten Formaten umgehen. Die haben immer so eine Tandem-Geschichte drin. In dem Fall ist es jetzt, glaube ich, das ist die Kundin und der Kundenberater. Die haben aber auch dann solche Geschichten. Also da gibt es so, was mag ich an dir, was mag ich nicht an dir, Geschichte. Und das ist einfach nett erzählt. Also ganz gar nicht so aufwendig, aber es macht die Sache halt sehr sympathisch.
Und dann haben wir aber auch mal sowas wie Innendienst und Außendienst, Alt und Jung. Also da gibt es ja immer gute Paare, die man da irgendwie vorstellen kann. Und das machen wir eben an der Stelle. Und halt in dem Fall jetzt das blaue Sofa, natürlich passend zur Allianz. Wenn man oben nochmal reinguckt, ist es halt wirklich ein Mitarbeitermagazin auf dem Punkt. Da ist dann hier, liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, da geht es dann nochmal darum, Digitalisierung, Qualitätskultur, da ist nochmal das Editorial des Redaktionsteams. Also, wie wir finden, ein gut gemachter Case und kann man doch auch so von der Themenvielfalt eine ganze Menge irgendwie von lernen. So, das nächste Beispiel, hier fängt so ein bisschen die Eigenwerbung an, das ist ein Case jetzt von uns, die medienadäquate Aufbereitung. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn ich Content produziere, dann muss ich natürlich schauen, dass ich den Content so produziere, dass der in möglichst vielen Kanälen auch benutzbar ist. Mann und Hummel ist Kunde von uns, ein Filtrationsexperte, der in Ludwigsburg sitzt und für den haben wir mehrere Magazine verwirklicht. Das ist jetzt einmal ein Kundenmagazin, was einmal im Jahr erscheint. Wir machen aber auch das Mitarbeitermagazin, die Filter Media. Und flankieren zum Kundenmagazin gibt es auch immer einen Webauftritt. Und bei der Produktion versuchen wir immer zu berücksichtigen, was man vielleicht für andere Kanäle auch benutzen könnte. Ich gebe mal ein Beispiel. IoT, Internet of Things, ist jetzt im Moment in aller Munde, auch bei Mann und Hummel. Und die haben dafür extra ein Lab eingerichtet in Singapur. Und dieses wurde in der Kundenzeitschrift aufbereitet und begleitet. Und man sieht, wir haben hier eine Reportage gemacht, sehr viele Bilder, sehr kurzweilig, aber trotzdem vom Text her sehr intensiv besprochen alles mit einem Interview, mit einer Infografik. Und wir haben uns dann überlegt, schon bei der Produktion, was könnten wir denn da beim Mitarbeitermagazin machen? Denn die Mitarbeiter, die wissen im Zweifel um das IoT und die Struktur dahinter. Wie können wir denen das denn nochmal anders präsentieren? Und da haben wir uns gedacht, okay, gut, wir machen ein Frage- und Antwortspiel. Ein Mitarbeiter fragt und der Verantwortliche, der in der Reportagestrecke das Interview gegeben hat, der gibt dann halt nochmal die Antwort und auf der zweiten Seite hat man eine Art sprechendes Bild. Also da wird dann nochmal ausgeigelt und kurz dargestellt, worum geht es da, was machen die da überhaupt. Der Inhalt dazu ist auch in demselben Fotoshooting entstanden. Das heißt, hier fand auch eine Art Zweitverwertung statt. Das zweite war, das ist ja aus dieser Reportage eine Infografik, die wir hier erstellt haben. Da ging es um Zahlen und Fakten zur Umweltverschmutzung, denn Mann und Hummel macht dafür ein Gerät, das kann man sich ins Schlafzimmer stellen, das misst die Luftqualität und bei Bedarf filtert es dann auch Sachen raus. Und das muss ich bei einem Kundenmagazin natürlich anders darstellen, als ich das bei einem Mitarbeitermagazin mache. Auch hier sieht man wieder die Verknüpfung, das ist jetzt das Mitarbeitermagazin, wesentlich sachlicher, wesentlich informativer für die Mitarbeiter, damit die informiert sind, warum machen wir das überhaupt, was machen wir da überhaupt und wo machen wir das. Also ein und derselbe Inhalt, nur unterschiedlich gespielt. Das ist jetzt das letzte Beispiel aus der Reihe. Letztes Jahr ist Mann und Hummel mit einem größeren Unternehmen zusammengegangen. Das sitzt unter anderem in Gostyn in Polen. Auch hier gab es eine große Reportagereihe, auch wieder mit Infografiken, Zeitstrahl, Stimmen aus der Belegschaft. Man hat sich von vornherein bei der Content-Erstellung gefragt, was kann ich denn noch machen, wo kann ich das noch spielen? Und dann haben wir auf der Webseite, das ist jetzt ein Screenshot davon, unten die Bildleiste, haben wir die verantwortliche Mitarbeiterin gebeten, ein Reisetagebuch zu machen. Und unten kann man sich dann da durchklicken und da sieht man, wie sie ihren Tag angefangen hat, wie sie hingereist ist und Schnappschüsse. Das bietet sich natürlich an, auch auf verschiedensten sozialen Medien dann zu spielen. Sei es jetzt vielleicht Snapchat oder Facebook Stories oder sonst was, wo man dann diesen Content, den man da generiert hat an diesem Tag, nochmal zweitverwertet und in verschiedenste Kanäle geben kann. Auch Videos haben wir produziert, extra fürs Web. Vielleicht an der Stelle war dann so, ja. Also das ist ja das Webmagazin, das ist übrigens alles öffentlich zugänglich. Und Sie, die Danielle Silvester, also die Merger-Verantwortliche, die auch das Reisetagebuch gemacht hat, also selber fotografiert hat, sie wurde während dieser Reportage, das war eben schon im Produktions- und Redaktionsplan vorgesehen, haben wir gesagt, es wird auch ein Video geben, wo wir Sie eben nochmal fragen zu diesem Thema. Und das ist eben auch Teil der digitalen Weiterführung dieses Themas. Und das ist dem Storytelling-Format bei dem Webmagazin quasi geschuldet, dass innerhalb dieser Geschichte nicht nur dieses Video stattfindet, sondern natürlich auch noch andere verantwortlich hier in dem Fall zum Wort kommen. Aber das war eben schon bei der Content-Planung mit Berücksichtigung gesagt, das ist wichtig, um eben später diese Geschichte auch zum Leben zu erwecken.
Und wir haben die Frau gebeten, mal was aus ihrem Leben zu erzählen, also zu sagen, sie kam aus Kanada, ist kanadische Staatsbürgerin, wie ist sie überhaupt hier hingekommen und was interessiert sie, was macht sie, was findet sie an Deutschland gut. Und das ist halt eine Seite aus der Filter Media, also aus der Mitarbeiterzeitung, wo sie nochmal vorgestellt wird. Und das haben wir eben bei den Ergebnissen auch gesehen, dass der Wunsch nach Porträts in Mitarbeiterzeitungen doch sehr stark ist. Und das haben wir hier gelöst. Das heißt, ein und dieselbe Person und ein und derselbe Sachverhalt wurde in verschiedensten Kanälen bespielt und das mit verschiedenen Schwerpunkten. Und das sollte man halt immer am Anfang mitplanen, denn wenn man einmal das Fotoshooting oder einmal den Termin vor Ort macht, dann sollte man so viel wie möglich erledigen, denn ansonsten ist es zu spät. Ne? Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber viele denken nicht dran. Jetzt sind wir bei nochmal auf das Fazit, auf diese vier Punkte der Studie bezogen. Kommen wir mal zum Thema Wirkungsmessung. Da war ja auch künftig wird die Erfolgsmessung der Inhalte immer wichtiger. Wenige machen es noch. Diesen Case können wir uns jetzt gleich nicht live angucken, aber die Screens, die wir jetzt zeigen, das ist mit dem Kunden abgestimmt, die dürfen wir auch besprechen. Das ist das Beispiel Echtzeit von der DB Fernverkehr. Ein Case, der so angelegt ist, das ist ein Social Magazine. Die Mitarbeiter der DB Fernverkehr sind ja sehr viel unterwegs, also Zugbegleiter, Zugführer. Das heißt, die werden darum auch in Echtzeit informiert. Das ist ein ausgabenbasiertes Magazin, also jede Ausgabe hat eben ein Schwerpunktthema. Und was aber hier eben, warum wir den Case mitgebracht haben, ist Folgendes. Man kann hier halt relativ, also hier wird bei dieser Geschichte wird erklärt in einem Video, da waren Mitarbeiter, haben sich den ICE3 angeguckt, das Redesign, und zwar bevor natürlich der Launch war. Wie bewerten Sie das? Wie finden Sie das? Man sieht hier oben die Social-Funktion, also ich kann es liken, ich kann es sharen, ich kann darüber auch was, kann auch was dazu sagen. Und das machen die Mitarbeiter auch. Parallel ist es allerdings auch so für die Redaktion, dieses Magazin zeigt natürlich auch, wie stark werden denn die Inhalte überhaupt angenommen und auch gelesen. Jetzt muss man natürlich dazu ehrlicherweise sagen, wenn man sich hier das nochmal anguckt, klar werden immer die Beiträge, die oben sind, doch immer zuerst gelesen. Aber bezogen auf den Punkt Erfolgsmessung, dieses Magazin hält natürlich den Verantwortlichen und auch denen, die es planen, natürlich vor Augen, worauf muss ich achten? Also was kommt an, was kommt weniger gut an? Also welche Formate sind in dem Fall wichtig oder worauf sollte man vielleicht dann eher verzichten oder was sollte man modifizieren? Hier, das Konzept ist so angelegt, dass es neben der Echtzeit als Social Magazine auch einen Punkt gibt, das ist das sogenannte Echt-Nah-Format. Da treffen sich dann auch Mitarbeiter mit Verantwortlichen zu regelmäßigen Veranstaltungen. Und auf diesen Veranstaltungen, hier geht es eben um das Thema Qualität bei der Bahn, klare Ansagen gefordert, wurde das eben diskutiert. Das war so die Live-Veranstaltung, die vor Ort war. Diese Live-Veranstaltung ist aber auch wieder Thema, wie kann ich denn das wieder für andere Kanäle weiterspielen. Dann auch auf der Echtzeit als Thema, hier wie man sieht, aufgenommen worden. Und ein drittes Modul, das wir jetzt hier nicht drin haben, aber das eben Teil des Konzeptes ist, ist eine App, die Echtfix. Und die hat eben die Aufgabe, tatsächlich kurze Informationen, kurze News dann auch an die Mitarbeiter zu spielen, die Ankündigung, wann findet wieder eine Echtnahveranstaltung statt, aber auch eben kürzere Meldungen, die jetzt in der Echtzeit, also im Social Magazine, wo die redaktionelle Halbwertszeit einfach zu kurz dafür ist. Ja, das war es an der Stelle mit den Cases, also ne, Vernetzung mit den digitalen Kanälen, dann eben die Aufbereitung, die wir gerade am Case gezeigt haben und hier in dem Fall eben Erfolgsmessung, wie kann man es machen, wie wird es gemacht und was kann man daraus eben dann auch als Rückschlüsse ziehen. So, und jetzt übergeben wir an den Herrn Filzmeier zum nächsten Part. Ja, von meiner Seite ein Hallo in die Runde. Es kommt aus der Universität Passau, da bin ich heute und habe heute Nachmittag noch eine Vorlesung, aber man sieht, digitale Technik ist wichtig in der Kommunikation und ermöglicht uns vieles. Und das heißt, ich will hier nicht ein Plädoyer für die Printkommunikation machen, sondern ich will ein Plädoyer dafür machen, dass ich Kommunikation wirklich so einsetze, dass sie
demjenigen, den wir erreichen wollen, auch dienlich ist. Und da hat Print natürlich heute andere Voraussetzungen, als die wir früher hatten. Noch vor 15 Jahren galt Print eben als das Medium oder die Mitarbeiterzeitung als das Medium, das universal die Kommunikation in unserem Hause, in einem Hause macht. Das ist heute nicht mehr. Da, wenn wir nach Schnelligkeit gingen, wenn wir nach Aktualität gingen, da würde es geradezu eine Sinnkrise für die digitalen Medien sein und es würde keinen Nutzen mehr machen, dieses Medium einzusetzen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir uns natürlich auch in einem Dilemma befinden, weil wir nicht ganz klar uns entscheiden, wofür will ich denn überhaupt dieses Medium einsetzen und was ist es für ein Medium. So redet man oft über PDFs, die man aus Kostengründen lieber an die Mitarbeiter per E-Mail verschickt, als dass man ein Heft ausdruckt. Man redet über E-Magazine. Ich persönlich möchte über ein paar Thesen reden und ich sage einfach, eine Mitarbeiterzeitung oder eine Mitarbeiterzeitschrift muss Print sein. Sie kann nicht digital sein, ansonsten ist es ein anderes Medium. Dieses andere Medium hat natürlich oder die anderen Medien haben natürlich auch ihre Berechtigung, aber sie haben einen anderen Nutzen. Und wenn ich mir eben anschaue, wo ist denn der große Vorteil, den ich bei Print habe, dann ist es nämlich das Sharen. Ich kann, ich gehöre zur Familie, ich gehöre zum Kollegenkreis, ich habe ein Medium, das ich weitergebe, in der Hand habe und das zeugt, und das erzeugt eine große emotionale Bindung. Und diese Bindung ist immer dann wichtig, wenn wir im Unternehmen eben Signale geben wollen der Wertschätzung, wenn wir Signale der Orientierung geben, dann haben wir darauf zu setzen. Und das ist eben nicht nur eine Sache, die wir im internen Bereich haben. Nehmen wir mal Red Bull. Die haben auch ein Magazin, das mit etwa 3,7 Millionen eines der höchsten Auflagen an Printmagazinen hat. Und hier sagt der frühere Chefredakteur und jetzt Mediendirektor, er braucht ein Printmagazin, das sexy ist. Und sexy heißt für ihn, es muss zwei Voraussetzungen erfüllen. Es muss zum schnellen Durchblättern animieren und es muss eben auch in seiner Aufmachung fesseln. Das heißt, ich habe nicht immer eine zielgerichtete Kommunikation mit diesem Medium, sondern der Faktor Spaß, Zeit, Muse ist ein ganz wichtiger. Und man könnte vielleicht so sagen, das Printmagazin ist nicht eine Zigarette der Kommunikation, sondern ist eher die Zigarre der Kommunikation, die ich eben wirklich nehme, um eben mich ganz bewusst damit auseinanderzusetzen, eben auch mich auf die Langsamkeit einzulassen. Und nicht umsonst spricht man von Lebensgefühl, von Emotion und das gilt für das Äußere wie eben auch für die für den inneren Bereich, so dass ich eben sage, es ist ein Lebensgefühl, das uns bindet, eine Zusammengehörigkeit, die über die Altersgrenzen hinweggehen kann. Ich muss jetzt nicht mich unbedingt an Junge orientieren, die da, wo ich immer sage, die Jungen sind nur digitalen Dingen interessiert, sondern Lesen hat auch hier Sinn und das in das Hand in die Hand nehmen. Das Haptische hat auch hier seine Berechtigung und es ist im Grunde eine Spanne zwischen den Generationen. Es kommt eben darauf an, dass die emotionale Ansprache, der Content eben gemeinsam ist. Und das ist auch eine Sache, die schon über die Jahre hinweg bekannt ist. Marshall McLuhan zum Beispiel hat in den 60er, 70er Jahren eben auch gesagt, the medium is the message und da wollte er eben sagen, es ist wichtig, dass wir ein Zusammenspiel haben, einmal das, wie wir kommunizieren, wer es kommuniziert und wie wir es verpacken. Und erst dieses Zusammenspiel macht Sinn und bringt uns eben dann wirklich dorthin, dass wir ein vernünftiges Medium in der Hand haben. Und das ist oft auch der Fehler, den die Macher haben, dass sie sich nicht die Zeit nehmen, dass sie sich mit ihrem Medium zu wenig identifizieren. Und das ist gerade bei einem Printmedium wichtig. Wir müssen hier wirklich perfekt arbeiten, um einem Printmedium noch
eine Zukunft zu geben. Und das heißt, wir brauchen journalistische Formate, wir brauchen journalistische Herangehensweisen und wir müssen auch uns an journalistischen Maßstäben messen lassen. Also Transparenz, Objektivität, Authentizität. Und es gibt in Amerika eben viele Untersuchungen, die sagen, die Akzeptanz ist dann hoch für ein Medium, wenn es eben auch eine gewisse kritische Distanz hat. Also so Schönwetterparolen, aber das ist nicht eine Erkenntnis unserer Zeit, das war immer so, kommen bei den Mitarbeitern nicht an. Denn Mitarbeiter wissen weit mehr als andere Lesergruppen oder Kommunikationsgruppen, wo der Schuh drückt, wo die Probleme sind und können darauf und reagieren darauf sehr, sehr sensibel. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir journalistische Kriterien in so ein Heft einbauen und uns mehr als mit anderen Medien über diese Wertigkeit auseinandersetzen. Und dazu gehört eben auch ein spannender Inhalt, dass wir Authentizität bringen. Und da halte ich es eben auch wichtig, und ich sehe das bei einigen Unternehmen, das hier ist zum Beispiel ein Beispiel von UniCredit, wo ein Kollege zu Wort kommt, der leider nicht mehr lebt, der aber bei seinen Kollegen bis zu seinem Lebensende eben im Arbeitsleben bleiben wollte und eben auch zeigen wollte, ich gehöre zu euch trotz meines Handicaps. Und da gibt es Unternehmen, die das mittlerweile machen, also zum Beispiel auch der Springer Verlag hat eine Mitarbeiterzeitung, die haben auch mal als Titelgeschichte einen Kollegen gehabt, der einen Motorradunfall hatte. Oder die You and Me, der Telekom, fängt auch oder hat auch immer wieder Tabuthemen aufgegriffen. Und das Beispiel der Kollegen, der Du, das ist auch so ein Ansatz, wo ich den Menschen in der Printversion eben auch direkt anspreche und haptisch eben auch bei ihm sein möchte. Und das ist einfach eine der grundlegenden Dinge, dass ich Authentizität erlebbar mache und den Mitarbeiter eben die Möglichkeit gebe, das eben auch weiterzugeben, darüber zu diskutieren und nicht zu einem Konsumzwang verdonnere. Und es muss uns eben auch klar sein, und das war am Anfang auch gesagt, Geschwindigkeit überall erreichbar, da haben andere Medien oder andere Kanäle ihre Vorteile und die sollte man natürlich dann auch nutzen in dem gesamten Medienkonzept, das ich für ein Unternehmen habe. Und das ist einfach auch ein wichtiger Punkt, dass Kommunikation eben auch eine strategische Planung ist und wir uns immer überlegen müssen, warum machen wir etwas. Und das ist oft der Fehler, dass wir eben unseren Chefs gegenüber oft nicht sagen können, ja, warum habe ich denn dieses, habe ich jetzt auf dieses Medium gesetzt, warum habe ich dieses Thema kolportiert. Dafür müssen wir Antworten haben und wir müssen uns genauso mit der Evaluation auseinandersetzen. Das wird ein immer wichtigeres Thema, um einfach auch zu belegen oder auch zu überprüfen, wie wir mit unseren Dingen ankommen. Und zur Professionalität gehört eben gerade auch bei einem Printmedium, dass es eben mit dem Besten vergleichbar ist, denn integrierte Kommunikation, dieses Schlagwort zeigt uns auch, dass extern und intern immer mehr zusammenwachsen und wir eben uns auch an den internen Medien, an den externen Medien messen lassen müssen. Und das bedeutet eben auch, dass ein Printmedium wirklich vom Layout her eine klare Botschaft haben muss. Das heißt, ich brauche ein Editorial Design, das erkennbar ist, das eine Linie darstellt. Das kann ein Rubrikenkonzept sein, das eine klare Navigations- und Orientierungshilfe gibt. Oder, und das gefällt mir persönlich recht gut, ein Boulevardkonzept, das eben vor allem durch seine Texte, durch seine Bilder besticht und in einem Blatt führt. Und was die Kollegen auch gezeigt haben, Grafiken, das sind Dinge, die muss ich wirklich im Vorfeld schon bearbeiten. Das kann nicht erst am Ende sein, dass ich gerade noch kurz vor Redaktionsschluss eine Zeit habe, um Grafiken oder Headlines zu machen. Nee, das sind Dinge, die ich eben wirklich im Prozess der Darstellung sehr früh sehr früh und eben auch mit einer großen Akribie behandeln muss.
Und hier zum Schluss meiner Ausführungen habe ich nochmal so eine Wirkung zwischen einem Print, zwischen dem Print und dem E-Magazin, wo ich eben die Vor- und Nachteile sehe. Und hier ist eben ganz klar bei der Aktualität das E-Magazin vorne, aber beim Thema Emotionalität, beim Thema Erlebnisfaktor, Informationstiefe, da sehe ich das Printmedium deutlich vorne und auch bei der Reichweite sehe ich es vorne, vorausgesetzt natürlich, man diskutiert über ein persönliches Exemplar und stellt sicher, dass jeder Mitarbeiter dieses Exemplar auch kriegt und das ist eigentlich bei der Wertschöpfung auch notwendig. So halbleere Zeitungskästen, die nicht nachgefüllt werden oder die überfüllt sind, wären ein schlechtes Bild für ein Medium, was doch was doch einen größeren Aufwand kostet. Ja, und jetzt freue ich mich auf Fragen, wenn es welche gibt und auch die Kollegen und gebe die Moderation wieder ab an die Constanze Stoll. Ja, hallo. Nun werden wir Fragen beantworten. Und zwar gibt es auch schon welche. Und zwar, mit welchen Kennzahlen kann man den Erfolg von Printmagazinen messen? Ja. Den Erfolg von Printmagazinen kann ich einmal natürlich daran messen, ob mein Medium beim Rezipienten, also bei den Lesern ankommt. Das ist ein Signal. Aber ich kann es auch, und das ist das etwas Wichtigere, eben auch zu messen, ob ich denn die Themen in das Unternehmen gebracht habe, über welche Wege ich es gebracht habe. Da kann ich bei Abfragen eben auch nachfragen, ist dieses Thema bekannt, wie wird es diskutiert, wo habe ich es aufgenommen und das halte ich zum Beispiel auch für eine spannende Frage, ob ein Medium mit seinen Inhalten relevant ist. Ich glaube, online ist es ja auch relativ einfach. Man kann Zugriffszahlen erheben, man kann gucken, wie lange irgendeiner auf der Seite war, was er gelesen hat, wie viel er gelesen hat. Da kann man ja relativ schnell sehen, welcher Artikel gut ankommt und welcher Artikel schlecht ankommt. Bei der Mitarbeiterzeitung, der gedruckten, ist das ein bisschen schwieriger. Klar kann man eine Leserbefragung machen. Die Frage ist immer, gibt es ein Feedback und wenn ja, wie viele? Also ich habe da noch eine ganz gute andere Erfahrung gemacht, nämlich gerade beim Thema Aufbereitung der Inhalte. Für ein Medium, das wir auch gerade heute kennengelernt haben, ein erklärungsbedürftiges Produkt für die Mitarbeiter, was machen wir eigentlich den ganzen Tag hier? Also wie funktionieren in dem Fall jetzt einfach Filtermedien? Da haben wir einen Test gemacht, und zwar einen nicht ernst gemeinen Test. Erklären Sie doch bitte mal, also es war so, dann müssen wir jetzt eigentlich sehen, das Filtercamp. Und über diese, sagen wir, etwas humorvolle Testversion heraus gab es noch ein PDF, wo die Hard Facts dann zusammengetragen wurden. Und anhand dieser, zumindest wie oft wurde das zum Beispiel dann auch angeklickt, konnten wir dann auch schon mal sehen, wie kam dieses Thema zumindest bei den Rezipienten an. Also wir können jetzt nicht belegen, dass da wahnsinnig viele das irgendwie dann auch gelesen und für gut befunden haben. Aber hier haben wir zumindest versucht, die Kennzahl daran festzumachen, dass wir über diesen Fun-Faktor hinaus auch nochmal die Hard Facts in einer PDF-Broschüre zusammengefasst haben. Also für alle, die sagten, das ist mir doch ein bisschen zu lustig, ich will es doch ein bisschen handfester haben. Dann gibt es noch weitere Fragen. Es sind sehr viele. Herr Filsmeier hat in seinem Plädoyer für das Printmagazin gesagt, dass ein gedrucktes Magazin ließe sich besser teilen. Aber genau das geht im digitalen Inhalten ja deutlich besser. Es geht inhaltlich sicherlich, aber zur Kommunikation gehört nicht nur der Transfer von Inhalten, sondern zur Kommunikation gehört eben auch das Feedback, die Kommunikation darüber und das lässt sich mit einem Printmagazin natürlich besser machen. Ich gebe ein Heft eben auch weiter und sage, schau dir das an, wie ist das? Das ist natürlich ein idealtypischer Zustand, aber dafür habe ich dieses Medium. Und das ist ja eben auch das Credo oder das Plädoyer, was ich habe. Ich will ja digitale Medien nicht schlecht reden. Die haben ihre Wichtigkeit, die haben ihre große Bedeutung und sind manchmal vielleicht sogar der bessere Kanal. Aber wenn ich gewisse Defizite in meinem Unternehmen habe, die eben auf die Wertigkeit, auf die Emotionalität hingehen und ich mich dann dazu entscheide, hier ganz bewusst in diese Richtung zu kommunizieren, dann muss ich eben auch die volle Bandbreite eines Mediums nutzen,
bei Print und sollte keine Halblösungen machen. Dankeschön. Dann zu den Untersuchungsergebnissen. Gelten Ihre Untersuchungsergebnisse auch für Mitgliederzeitschriften von Vereinen, Verbänden oder nur für die MATS von Unternehmen? Also in erster Linie gelten die für MATS von Unternehmen. Wir haben jetzt keine Vereinszeitschriften abgefragt, wobei, also es wäre jetzt, nee, das haben wir nicht gemacht. Es sind tatsächlich Mitarbeiterzeitschriften. Gibt es Erfahrungswerte für die Nutzung von Social Media Tools? Das Beispiel Deutsche Bahn sah so aus, als ob das noch sehr zurückhaltend genutzt wurde. Das ist richtig. Also dazu muss man einfach auch nochmal sagen, wir hatten ja vorhin die Feedback-Kultur angesprochen. Sagen wir mal, die Social Media hat halt den großen Vorteil, oder wenn man es dann auch transparent macht, man sieht natürlich, wer die Meinung abgibt, da ist dann auch eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. Also nicht jeder wird da seine Meinung auch kundtun. Das heißt, da gibt es natürlich auch noch einen großen Graubereich, wo man auch sagt, ja, ist das jetzt, wie ist die Meinung dazu? Aber grundsätzlich hat natürlich einfach die Social-Funktion die Möglichkeit, dass man wirklich weiß oder zumindest auch Abfragen ja mal stellen kann. Also es muss ja nicht so sein, dass ich jetzt irgendwie, wir haben es ja gerade gesehen, es muss ja nicht immer die Meinung zu einem Artikel sein. Es kann ja auch mal die Umfrage zu einem bestimmten Umstand, Zustand sein. Also so kann man natürlich digitale Medien auch nutzen, sollte man sie auch nutzen. Es muss ja nicht immer die Meckerecke sein, wo man sagt, hier, das passt mir gerade nicht, sondern mit Social-Funktionen kann ich natürlich auch positive Verstärker betonen oder eben, sagen wir mal, wie ich gerade sagte, Umfragen initiieren. Also insofern, das sind alles Möglichkeiten, die eben digitale Medien bieten. Und wenn man die bei der redaktionellen Planung auch einsetzt, dann kann das ein Vorteil sein. Also würde ich dringend auch dann empfehlen. Printmedien sollen entschleunigen. Wie sehen Sie das? Ja, also für mich hat ja beantwortet, das ist eher so das Medium, das Lean-Back-Medium. Vielleicht von unserer Seite. Wir sehen gedruckte Mitarbeitermagazine, das haben wir nun auch gesehen, wenn Geschichten gut erzählt sind und wenn sie natürlich auch bildreich gut erzählt sind, das haben wir auch in der Studie jetzt gesehen. Also nur reiner Text ist zwar schön, aber wenn es eben darüber hinaus nichts gibt, was mich an dieser Geschichte fesselt, dann ist es natürlich auch kein Lean-Back-Medium und dann, aber ich würde grundsätzlich sagen, ja, ein gedrucktes Mitarbeitermagazin, gedrucktes Magazin, das ist das, was ich auch mal mitnehme, das ich zu Hause lese. Und dann kommt ja noch was anderes dazu, wenn wir von Teams reden. Wir haben gesehen, die Studie hat ergeben, dass Teams und Projekte auch wichtig im Vordergrund stehen. Da darf man den Schatzi-Faktor nicht unterschätzen. Man nimmt so ein Mitarbeitermagazin mal eher nach Hause und sagt, hier, guck mal, wenn über das Team im Unternehmen berichtet wird, ich bin Teil der ganzen Geschichte. Also da hat natürlich Print einen großen Vorteil. Klar kann ich das auch digital machen, aber das nimmt man halt wirklich tatsächlich mit und das würde ich jetzt einfach auch nochmal als einen Vorteil von einer gedruckten Mitarbeiterzeitung sehen. Ja, und was man leicht vergisst, ist, dass eine Printversion ist immer auch ein Ausdruck von Wertschätzung. Also wenn ich was einem überreiche und sage, guck mal, hier habe ich gemacht für dich, du kannst es durchblättern, sind tolle Fotografien drin, ist toll erzählt, ich habe es hochwertig gemacht, ich habe mir Mühe gegeben. Ist es was anderes, als wenn ich sage, ach ja, kannst ja mal auf den Link klicken hier oder hier so ein QR-Code, kannst du abfotografieren, aber kannst du eigentlich auch sein lassen. Ne? Also ein Printexemplar ist immer auch ein Ausdruck von Wertschätzung und ich glaube, das wird auch so gesehen. Ne? Also und dieses, ich habe mir Mühe gegeben, das gilt eben für uns Kommunikatoren, für uns Macher ganz besonders. Weil wenn man da sieht, wir würden schludern, wir würden das eigentlich auf den letzten Drücker machen, dann verliert es an Qualität. Und da sind dann die wesentlichen Assets, die ein Printmagazin braucht, weg. Ja. Welche Tools werden für die Evaluierung empfohlen? Ja, also es gibt natürlich so Plattformen wie HubSpot zum Beispiel, wo ich genau sehen kann, welcher Artikel wurde angeklickt, wie lange wurde da Zeit verbracht, den zu lesen. Und wenn sich die Nutzer dann vorher identifiziert haben, kann ich auch ein Profil erstellen. Also sowas gibt es schon. Das gibt es auch jetzt von anderen Anbietern, dass ich online genau nachverfolgen kann, was haben die Leute denn genau gemacht. Jetzt auf analogen Wege ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Da gibt es so meines Wissens keine richtigen Tools. Es sei denn, du hast irgendwas. Natürlich die klassischen Sachen wie Leserbefragung und sowas, das hat man ja schon alles. Oder ja, eben auch eine, Ver-
Entschuldigung, eben auch eine Verlinkung, dass ich eben die Möglichkeit habe, über Themen zu diskutieren, dass ich Themen weiterführe über andere Kanäle. Das ist auch eine Feedback-Möglichkeit. Aber bei Print ist es eben schwieriger, indirekter und letztendlich klar, wenn ich ganz sicher gehen will, dann sollte man schon alle 2 Jahre mal eine große Leserbefragung haben oder sich an eine andere Befragung im Unternehmen ranhängen. Die muss aber unabhängig sein. Die kann nicht einem Blatt beiliegen, weil dann hätte ich eben nur noch die, habe ich ja nur eine eingeschränkte Gruppe und nicht diejenigen, die gegebenenfalls Print nicht in die Hand nehmen. Ja, oder dann tatsächlich auch der direkte Dialog. Das darf man einfach auch nicht unterschätzen. Also wenn man jetzt hingeht und sagt, eine Redaktion, die zum luftleeren Raum ihre Themen plant und sich vielleicht aber trotzdem mal überlegt, ich nehme jetzt einfach auch mal eine Fokusgruppe Mitarbeiter dazu. Hier sind wir beim Thema personabezogene Content-Erstellung. Also jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, sondern sagen, so, wir planen tatsächlich irgendeine Reportage im Technikbereich XYZ und ich nehme mir die entsprechenden Mitarbeiter mal zur Seite oder einen Teil davon, die mich da auch beraten können, dann hat das eine andere, sage ich jetzt mal, planerische und strategische Wirkung und später auch irgendwie in der Evaluierung, wie ist es denn auch angekommen, als wenn eben so ein Thema im luftleeren Raum entsteht. Also das ist auch nochmal eine Empfehlung, tatsächlich wirklich den direkten Dialog mal auch zu starten, um dann zu sehen, wie sind die Reaktionen da drauf. Klar wird das nicht allumfassend sein, aber das kann es grundsätzlich nie. Und von daher ist das eben auch nochmal eine Möglichkeit, das zu messen. Oder als Redaktion auch rausgehen, eine gläserne Redaktion zu machen, Events aufsuchen, aber das kann ich nicht nur für Print, das kann ich auch für die gesamte Kommunikation machen. Also dieser direkte Kontakt ist, den zu suchen, das ist eine, denke ich, für Kommunikatoren eine ganz wichtige und dann auch erfolgsversprechende Sache. Also das echt nahe Format, das ich vorhin vorgestellt habe, geht genau in diese Richtung, dass man sagt, man lässt jetzt nicht nur den digitalen Kanal zu oder das ist das also der einzige Kanal, sondern der Dreiklang aus kurzen Meldungen, aus Dialogveranstaltungen und eben aus digitaler Kommunikation, da kommt doch ein ganz gesunder und guter Mix zustande. Mhm. Und eben halt auch ein Feedback. Herr Filzmeier, warum bewerten Sie in Ihrer Grafik den Aufwand für ein E-Magazin höher als für eine Printmatz? Wenn ich ein E-Magazin so darstelle, dass ich eben wirklich alle multimedialen und Verlinkungen mache, dann habe ich einen extrem hohen Aufwand. Und eine Matz hat sicherlich, wenn ich mit einem Editorial Design mal neu beginne, mal einen großen Aufwand, aber wenn ich dann in Routinen bin, geht dieser Aufwand nach unten. Und ein E-Magazin kontinuierlich auf einem hohen Level zu halten, ist meines Erachtens nach sehr, sehr aufwendig. Dankeschön. Wie bewerten Sie die Kombination einer Printausgabe mit einer eigenen Matz-Rubrik im Social Intranet eines Unternehmens? Why not? Also ich bewerte das grundsätzlich für gut, also dass es diese Rubrik gibt. Ja. Muss man aber, ich kann also sagen, ja, das ist eine gute Idee, das kann ich nur empfehlen. Aber wie es dann schlussendlich ankommt, das hatten wir auch schon gerade gehört, ist auch eine Frage der Unternehmenskultur, also der Kommunikationskultur. Ne? Es gibt leider immer noch viel zu oft auch diese Top-Down-Kommunikation, das heißt so, das ist es halt. Und insofern, ich kann es nur empfehlen, ja, gut. Thema vertrauliche Inhalte. Wir veröffentlichen unsere Matz nur online, weil wir oft externe Besucher haben, die die Inhalte nicht sehen dürfen. Haben Sie hier Erfahrungen, Tipps? Was Print ist, ist nicht mehr vertraulich. Vertraulich ist nur das, was ich zwischen vier Augen spreche. Und das ist illusorisch zu glauben, dass Kommunikation, die einen größeren Kreis an Menschen erreicht, vertraulich bleibt. Ich wollte vielleicht an dieser Stelle, ich kenne das Unternehmen ja jetzt nicht, aber es gibt natürlich ein Maß an Kommunikation, die tatsächlich dann auch vertraulich bleiben sollte. Dafür gibt es aber auch nochmal andere Wege. Und da sollte man im Zweifelsfall einfach nicht die Matz dafür nutzen. Ne? Bei allen Bereichen, wo es zum Beispiel, man muss ja auch höllisch aufpassen bei diesen Themen, wenn sowas wirklich öffentlich dann auch wird, sind das teilweise Betriebsgeheimnisse, dann mit dem Thema Facharbeiterabwerbung,
ne? Also Fachkräftemangel, wie stark stelle ich bestimmte Personen dann auch tatsächlich in den Vordergrund, wie viele Einblicke möchte ich geben in das Unternehmen. Es ist tatsächlich ein Trend, schon auch festzustellen, dass interne und externe Kommunikation so ein bisschen schwimmend ist, ne? Das haben wir auch in dem Fall jetzt gesehen, dass Mitarbeitermedien tatsächlich dem Employer Branding dann auch dienen. Ne? Dass also Mitarbeiterzeitschriften zum Beispiel auf Recruiting Messaging eingesetzt werden oder auch man da auch digital reingucken kann. Aber natürlich, wenn es um vertrauliche, wichtige Informationen geht, dann halte ich die Mitarbeiterzeitung vielleicht nicht immer für den geeignetsten Platz. Ja, aber das ist eine grundsätzliche Sache. Wenn ich die privaten Smartphones der Mitarbeiter irgendwann auch als Instrument der Kommunikation sehe, habe ich dieses Thema Vertraulichkeit auch auf einem anderen Level. Also da muss ich einfach offener sein in der Kommunikation, und das, was ich wirklich vertraulich halten will, da muss ich den Kreis derer, die davon wissen, klein halten. Und bei einer größeren Auflage eines Mitarbeitermagazins, aber selbst das Intranet, da habe ich so viele Zugangsmöglichkeiten, und diese Zugangsmöglichkeiten werden von den Mitarbeitern, auch externen, manchmal zur Verfügung gestellt. Also da kann ich nie sicher sein. Deswegen denke ich, in den Kommunikationskanälen, die eben das Thema Information haben, in allgemeine Information, ist Vertraulichkeit eher ein Wunschgedanke, und man sollte sich überlegen, brauche ich den überhaupt? Denn das, was ich da rede, kann ich dem Kunden genauso sagen wie der Öffentlichkeit und den Mitarbeitern. Es muss halt einfach im Hinterkopf auch sein. Stichwort Authentizität. Wie bekommt man Entscheider dazu, auch unbequeme Themen, Fragen in der internen Kommunikation ansprechen zu dürfen? Indem sie tatsächlich auch über Probleme reden. Also das ist ja ein grundsätzliches Problem, das es sowieso gibt. Es gibt ja immer nur gelöste Themen. Alles ist wunderbar. Das sehen Sie im Reporting, das sehen Sie teilweise auch in den Features. Da muss man natürlich auch immer sehen, da steht ja eine Absicht dahinter, ne? Also die Berichterstattung ist ja nie komplett neutral. Aber wenn man sich tatsächlich mal die Mühe macht und sagt, so, wir stellen das Projektteam XYZ vor und nicht nur das Ergebnis, sondern wie war der Weg dahin? Was gab es tatsächlich auch für Hindernisse, die das Projektteam überwinden musste? Und warum bringt es schlussendlich dann auch den anderen Teams oder dem Unternehmen was? Dann haben Sie eine ganz andere Form von Nähe und Authentizität, als wenn Sie sagen, peng, das ist das Projekt und alles hat super geklappt, weil das interessiert keinen Menschen. Und das ist vielleicht nochmal der Rat, das wird nicht einfach sein, aber, und das heißt auch nicht, dass ich überall Probleme suchen müsste, aber zumindest über die Probleme mal zu reden und diese Probleme als eine Geschichte darzustellen und wie sie gelöst wurden, welche Hindernisse es zu überwinden galt, das kann schon mal ein erster Weg sein, um in solchen Geschichten dann auch Authentizität herzustellen. Und vielleicht ganz auch, indem Sie die Angst vorm Scheitern nehmen. Richtig. Denn wenn man sagt, das hat nicht so gut geklappt, impliziert das ja auch immer, dass man scheitert oder gescheitert ist oder scheitern könnte. Und dass Scheitern nicht schlimm ist, sondern dazugehört, wenn man zu einem guten Ergebnis kommen will, das muss auch mal klar gemacht werden. Vielleicht kann man es auch, und jetzt wirklich ganz praktisch mal zeigen, wie es andere gelöst haben in den Situationen. Also es gibt ja Unternehmen, die scheitern auch, es fällt mir immer wieder ein Geschäftsbericht von Wienerberger ein, die gesagt haben, das war der Titel des Geschäftsberichtes, ich glaube 2008 war ein beschissenes Jahr, stand da drauf, ne? So geht es halt auch. Ne? Das ist ehrlich, das ist authentisch, aber man muss halt Mut haben. Mut kann man erst dann haben, wenn einem die Angst genommen wird, zu scheitern. Vielleicht noch ein kleiner Tipp in der Darstellungsform. Es ist ja häufig so, dass wir gerne das Wir verwenden, und ich kann ein bisschen Distanz bringen, wenn ich einfach eine Form, zum Beispiel ein Interview nehme oder mit wörtlichen Reden zitiere, dass es die Meinung eben des Finanzchefs war, dass es die Meinung des Geschäftsführers war oder die Meinung eines Abteilungsleiters. Und dieses Ross und Reiter nennen gibt uns in der Kommunikation eben auch ein bisschen eine kritische Distanz, und ein relativ einfacher Fall ist einfach ein Interview zu machen, wo wir als Redaktion hier deutlicher kritische Fragen stellen, ohne dass wir unseren Geschäftsführer verprellen. Er kann ja das sagen, was er meint.
Wie kann man ein digitales Mitarbeitermagazin von einem Intranet abgrenzen? Ein Intranet, also thematisch würde ich jetzt diese Frage einfach mal auch aufgreifen. Das haben wir ja gerade gesehen. Also ein Mitarbeitermagazin hat ja nun auch, wie die Studie ergeben hat, verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Ich will bestimmte Themen transportieren in ihrer Tiefe oder auch in ihrer Bildhaftigkeit oder eben in ihrer Vielfältigkeit. Das Intranet hat würde ich jetzt mal sagen, in bestimmten Bereichen dann einfach die Aufgabe, funktionale Informationen dann auch das zu transportieren. Natürlich sind im Intranet auch Sachen zu finden, wo man sagt, naja, da ist so die Grenze etwas fließend oder das Systematische etwas fließend, dann finde ich dann plötzlich auch Sachen, die eigentlich thematisch vielleicht gut in ein Mitarbeitermagazin, digitales Mitarbeitermagazin reingehören. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass im Intranet einfach sowas wie, sage ich jetzt mal, Reiseerklärungen drin, Reiseabrechnung, Speiseplan ganz gewünscht. Wobei, ich muss dazu sagen, ich habe ja schon auch ein paar Intranets mal analysiert und musste dann feststellen, dass zum Beispiel eine Anleitung zur Reisekostenabrechnung tatsächlich genügend Stoff bieten würde, um daraus einfach auch eine tolle Geschichte für ein Mitarbeitermagazin zu machen. Ne? Und da würde ich eher den umgekehrten Weg empfehlen, mal zu sehen, was ist eigentlich im Intranet vorhanden, das tatsächlich thematisch mal in einer Mitarbeiterzeitung, ob gedruckt oder digital, aufzubereiten wäre. Also es ist eine tolle Fundgrube, sage ich mal, das Intranet für Geschichten im Mitarbeitermagazin. Ich finde ganz allgemein kann man sagen, ein Intranet ist die Verbreitung von Informationen und ein Mitarbeitermagazin ist die Verbreitung von Emotionen. Das sollte die Abgrenzung sein. Also es gibt Unternehmen, bei denen das Intranet über kurz oder lang nicht mehr die Plattform für kommunikative Informationen, für Mitarbeiterkommunikation ist, sondern das sind organisatorische Informationen, das sind die Dinge, die ich für meine Arbeit sachlich suche und die eben versuchen, andere Wege zu gehen, die sicherlich mit dem Intranet verknüpft sind, aber auch andere Plattformen sein können, also Newsrooms, Smartphones und. Kommunikation über Smartphones, und das wird sich ändern, können wir jetzt im Augenblick verschiedene Entwicklungen sehen. Wo es genau hinläuft, ja, müssen wir in 2-3 Jahren drüber reden. Welches jährliche Budget haben im Durchschnitt die Unternehmen für eine Matz? Das haben wir ja gesehen. Also das ist ja unterschiedlich aufgestellt. Ne? 35,9%, nochmal um auf die Studie zu kommen, haben eben bis 10.000 Euro ein Budget, wobei wir das eben sehr schmal finden. Es hängt sich ja auch von der Unternehmensgröße ab. 29,8% bis 50.000 jährliches Budget. Und über 100.000 sind 16% bis 100.000, Entschuldigung, und über 100.000 sind es 18,3%. Also daran sieht man schon, die Budgets, die eben im sechsstelligen Bereich liegen, die sind doch etwas unterrepräsentiert. Herr Filsmeier hat den Postversand der Matz angesprochen. Genau das wird von unseren Mitarbeitern aufgrund der Kosten kritisiert. Einstellen oder auf stille Verkäufer umsteigen? Immer eine Frage, die letztendlich vom Kommunikationsziel abhängt. Aber wenn ich natürlich bei den Mitarbeitern auf großen Widerstand komme, sollte ich mich an den Mitarbeitern orientieren. Vielleicht versuchen, den Zwischenweg zu gehen über einen Büroversand, dass ich es eben in den Abteilungen verteile. Die Reiter, ja, funktionieren, wenn ich gut gemachte Blätter habe. Auf der anderen Seite, vielleicht gibt es auch mal eine Aufklärung. Ich kann ja eine Mitarbeiterzeitung als Presse-Post-Vertriebsstück verteilen. Ich habe mittlerweile Anbieter, gerade im urbanen Bereich, die für Centbeträge die Mitarbeiterzeitung verteilen. Setzt halt ein paar Voraussetzungen, hat ein paar Voraussetzungen am Layout. Es ist manchmal eben die zu geringe Information darüber, was es denn wirklich kostet. Persönlich sah ich den Aufwand immer handelbar ein für das, was ich an Wirkung habe.
Haben Sie Erfahrung mit kleinen Mitarbeitermagazinen, also zum Beispiel einem gedruckten Vierseiter, der in Pausenräumen ausliegt, das aber in einer höheren Frequenz, zum Beispiel monatlich oder alle 2 Wochen? Das ist eine Form, bei der ich empfehlen würde, dass die Redaktion eben dann sehr direkt bei den Mitarbeitern ist. Da kann ich dann tatsächlich auf ein paar andere Wertmaßstäbe im Layout gehen, dass ich eben hier sage, das ist ein Medium, das eben ja, Werkstattcharakter hat, ganz bewusst, und das kann eine gute Sache sein. Gab es Aussagen in der Umfrage, warum so viele Unternehmen zwar mehr mobile Mitarbeiterkommunikation bzw. eine mobile Matz haben wollen, aber es noch nicht haben? Woran liegt das? Ich glaube, das liegt auch ein Stück weit an der Unsicherheit, welchen Kanal man dann bespielen will und wie man es genau macht. Ist es eine App? Wird es eine Webseite sein? Ist es Teil des Intranets? Und ich glaube, dass viele noch in der Findungsphase sind und erstmal für sich evaluieren, wie machen wir das genau. Also um die Frage richtig, also konkret, es gibt keine, da diese Frage, also wir haben ja keine Erkenntnis drüber, aber Herr Bütz sagte das schon gerade, das mag mitunter eben auch ein Grund sein, dass man da noch so in der Findungsphase ist. Ne? Wir haben ja gerade, wenn man sich diese Chart dann nochmal anguckt, die wir am Anfang hatten, da war ja diese eine Überlegung, das waren diese Werte, die ich am unten gezeigt hatte, dass tatsächlich viel im digitalen Bereich eben man sich vorstellen könnte. Und da resultiert aber sicher auch diese Unsicherheit draus. Was soll es denn jetzt sein? Soll es das Tablet sein? Soll es tatsächlich irgendwie die Smartphone-Anwendung sein? Die mobile Anwendung? Also die Werte gehen eindeutig dahin, aber warum sie es noch nicht haben oder warum das dieses noch nicht umgesetzt ist, das können wir jetzt anhand der Studienergebnisse zumindest nicht beurteilen und auch nicht beantworten. Wie schaffe ich die Vernetzung von Print und Online am besten? Wie bringe ich mein Printmagazin auch digital den Lesern näher? Als E-Magazin gibt es eine Empfehlung? Naja, also erstmal würde ich im Printmagazin darauf verweisen. Das machen ja viele nicht so intensiv. Ne? Also ich würde dann wirklich an jeder Geschichte dran schreiben und sehen Sie mehr in unserem Internetportal oder dieses Interview können Sie auch live verfolgen in unserem Internetportal. Also ich würde sehr viele Querverweise schaffen und ich würde halt versuchen, Mehrwert zu bieten. Also ich würde dann Sachen da bieten, die ich in der Printversion nicht habe, um die Leute dann dahin zu ziehen. Und vielleicht auch an der Stelle nochmal, das hatten wir bei dem Thema Thementranchierung auch gesehen, nicht jeder Inhalt sollte, also er muss ja nicht zwangsläufig immer 1:1 umkopiert werden, ne? Oder so gespielt werden, wie ich das in der Printversion habe. Um da eine Schnittstelle hinzukriegen, ist natürlich immer zu überlegen, nehmen wir jetzt mal an, das ist eine Reportage, wo ich nochmal ein weiterführendes Interview beispielsweise habe, oder wie gerade beschrieben, wo ich sage, die Hard Facts werden da nochmal vorgestellt. Das ist immer eine Frage, wie das bei der Themenplanung schon berücksichtigt wird. Aber grundsätzlich wäre halt da die Empfehlung, schon im Vorfeld zu überlegen, wie kann ich so ein Thema eben unterschiedlich aufbrechen oder wie kann ich auch Anreize schaffen. Also ich muss ja nicht mein ganzes Pulver sofort verschießen, sondern wenn das ein gutes Thema ist, das sich anbietet, um sozusagen das Interesse zu wecken, dann auch in die digitale Version reinzugehen, dann ist das natürlich die Aufgabe, auch im Print schon sozusagen diese Begehrlichkeit zu wecken. Ja, also nehmen wir jetzt mal an, es gäbe die Mitarbeiterumfrage, was ja oft der Fall ist, und man jetzt eben Kernthemen davon vorstellt. Man sagt, man will es aber sich in epischer Breite die Mitarbeiterumfrage vorstellen. Dann ist halt digital ein toller Kanal, in dem ich eben Print schon mal die wichtigsten Themen vorstelle und dann eben verweise und sage, wenn es die nicht irgendwie gedruckt gibt, die finden Sie eben auch noch digital. Und ich glaube, man muss sich davon freimachen, dass die HTML-Version, also die digitale Version ganz allgemein, ein 1:1 Abbild der Printversion ist. Also es muss nicht der gesamte Text dann da rein. Die Leute wollen nicht 3 Meter scrollen, um die Geschichte da zu lesen. Das macht man doch eher dann im Gedruckten. Dann muss man schauen, was kann ich denn stattdessen machen? Was sind die Vorteile dieses Mediums? Und das ist sicherlich Bewegtbild oder Vermittlung von Grafiken via Animationen. Und dann würde ich eher da den Fokus drauf legen, gucken, dass das attraktiv ist. Und ich glaube, dann entsteht diese Vernetzung von allein.
Budgets sind das eine, das war hier noch zu der Frage davor, personelle Ressourcen das andere und wie mir scheint noch wichtiger. Wurde hierzu in der Studie zur MATS Daten erhoben? Wie groß sind die MATS-Redaktionen? Und dazu auch noch eine andere Frage, wie baue ich eine interne Redaktion auf? Was muss ich beachten? Kommen wir vielleicht nochmal zur Größe von den MATS-Redaktionen. Das haben wir nicht abgefragt. Ich gucke gerade hier zur Seite meine Kollegin. Aber wir haben Antworten darauf, Jana, jetzt kommst du einfach mal ganz kurz auch ins Bild, okay. Wie die Antworten sind, wer schreibt die Artikel im Hause? Genau, also wir haben nicht explizit nach der Größe von den Redaktionen gefragt, was wir aber gefragt haben, ist, wer die Artikel schreibt. Und da waren die Antworten, in 46% der Fälle schreiben Mitarbeiter die Artikel, zu 85% die Kommunikationsverantwortlichen, der Führungskreis ungefähr zu 7%, zu 19% werden die Texte von Agenturen geschrieben, 16% externe freie Journalisten und ungefähr 4% Sonstiges. Da haben die Leute dann noch angegeben, eigene angestellte Journalisten, Journalisten aus unserem Unternehmen und der Chefredakteur, der CEO, Projektleiter und so weiter. Und jetzt vielleicht noch zu dieser Frage, wie sollte denn eine interne Redaktion aufgestellt sein? Ich glaube, das ist einfach auch eine Ressourcenfrage. Wie groß ist das Unternehmen? Was steht tatsächlich auch zur Verfügung? Wenn wir jetzt, sagen wir mal, von so einem mittelständischen Unternehmen reden, das, sage ich mal, an die 6.000 Mitarbeiter hat, dann werden sich da die Ressourcen wahrscheinlich einfach in Grenzen halten. Aber da auch der Tipp, versuchen zumindest, wie wir das auch hier gerade an diesen Ergebnissen gesehen haben, ein Kernteam zusammenzustellen, die auch Lust darauf haben. Weil wenn es Zwang wird und du musst jetzt machen, dann kann da am Ende vielleicht auch nicht so richtig was Gutes bei rumkommen. Und dann einfach auch nochmal der Punkt, wir haben das jetzt in der Studie zum Beispiel auch erläutert, die man sich ja dann später runterladen kann. Wir stellen bei größeren Unternehmen tatsächlich eine Inhouse-Professionalisierung oder wir vermuten das zumindest, eine Inhouse-Professionalisierung statt, weil die einfach auch, das sieht man ja auch, wenn man sich den Markt beobachten, die rüsten tatsächlich auf. Also die haben tatsächlich professionellen Staff, die sich um große Geschichten kümmern oder überhaupt um die ganze Inhouse-Produktion. Aber nochmal, um bei mittelständischen Unternehmen zu bleiben, tatsächlich hier die internen Ressourcen auch mal auszuspielen, zu gucken, wen kann ich da eben nehmen. Also ideal sind da wahrscheinlich einfach, wenn es das gibt, Leiter Kommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und warum nicht einfach auch mal die jungen Kollegen da irgendwie mit rannehmen. Also wo ich auch jemanden aus dem Azubi-Bereich mit dazu packen. Wir haben hier, also aus eigener Erfahrung, das ist ja die Generation Snapchat, dann auch schon gesagt, lass uns mal ein Thema irgendwie anders nochmal aufbrechen. Und insofern, das wäre so der Tipp, wie kann ich die Ressourcen intern nutzen und wie sollte die Redaktion zusammengestellt sein. Ja, vielen Dank. Wir sind nun ans Ende gelangt. Hier gibt es zwar noch Fragen, aber ich habe alle mir aufgeschrieben und wir werden das noch per E-Mail klären. Ja, vielen Dank an alle Referenten, an alle Teilnehmer. Ja, hoffe, dass Sie alle viel mitgenommen haben. Nachdem. Dann würde ich jetzt von meiner Seite auch sagen, herzlichen Dank, dass wir das Webinar zusammen mit Ihnen machen durften. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Mir hat auch die Studie wieder Erkenntnisse für die eigene Arbeit gebracht. Und wie gesagt, das, was wir ja vorgestellt haben, das ist ein Teil dessen. Viele weitere Ergebnisse wird man eben in der Long Copy dann auch nochmal sehen können und hoffentlich dann auch für die eigene Arbeit an der MATS verwenden können. Dankeschön. Ja, auch ich sage danke. Ein spannendes Thema, das uns sicherlich noch lange Zeit Spannung vermitteln wird. Tschüss. Ja, auch ich möchte mich verabschieden. Ich freue mich, dass das Thema auf so große Resonanz gestoßen ist und hoffe, dass Sie einige Anregungen und Impulse für Ihre Arbeit mitnehmen konnten und dann im Nachgang vielleicht auch noch mitnehmen werden können. Vielen Dank. Auch von mir noch einen schönen Tag und erfolgreiches Arbeiten.